Max! Max, can you hear me? Please say something! Chloe? I must have passed out. Oh, thank God! Don't you ever do that again, okay? I swear! But that nightmare was so real! Also in der Stelle weiß ich eh nicht mehr, was jetzt stimmt und was nicht, oder? Ja, der ist schon kaputt. This is my storm! I caused this! I caused all of this! I changed fate and destiny so much that... I actually did alter the course of everything. Der war doch schon auf dem Weg hierher. All I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. Ach. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No, no way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Ja, look stimmt, at how many times stimmt, I've almost wieder. Died or actually died around you. Ne? Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week and... You did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real. And they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Das ist fies. Das ist echt fies. Werde ich mit dieser alleine. Werde dich. Willst du dich nicht entscheiden, das wieder machen? Was heißt hier wieder? Muss dein Mann wieder die schwierigen Entscheidungen für dich ziehen. Arcadia Bay. Blaue Haare. Oder ein kleines Business Cuff. Haare? Cuff. Person? Gegen unwichtige Fragezeichen. Werden nicht zurückspringen können. Aber an diesem Punkt.
Muss eine. Es muss eine. Selber nicht entscheiden können, ne? Max. It's time. Hi. Ich will nicht. Chloe. I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max. But we have to. Hat dann trotzdem keine Lohne. Okay? Wenn das ja vorher angefangen hat. And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. Da konnte sie es erst mal. You're my hero, Max. Aber oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. Und war das erste Mal ja gar nicht. I'll always love you. Also. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. So. Ich bin ja nachher gespannt in der Übersicht, was die meisten machen. Auf keinen Fall Chloe geopfert. Das gibt's nur bei uns. Wurdest du verschont? Ich muss mich mal scharf stellen. Kill Nathan. Was passiert gar nicht. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just come to three. Schwätz mit ihm. Don't be scared. Hat die Nachrichten noch auf ihrem Handy? I want it. I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Da ist bestimmt Musik. Ja, geh zurück. Wie denn? Kommt man doch lieber die Stadt. Um dich zu retten. Ja, ne? Alles umsonst. Wie gesagt. Und so eine Musik da. So. Ach, da waren wir zurückgeworfen. Und festgenommen. Also kann alles andere auch nicht. Genau. Zumindest konnten wir alle retten dadurch. Ja. Chloe musste sterben.
es wäre mal interessant gewesen, ob wir die Stadt hätten oder nicht. Leider kann ich nicht selber abspeichern. So. Ey, so ganz ohne Sound ist ja echt teuer. Zumindest war die Theorie richtig. Naja, du kannst das Universum verarschen. 3 Stunden für diese Episode? Warum? Mensch. Ich bin mal gespannt, weil die haben ja einen zweiten Teil sogar angekündigt davon. Oh Gott, echt? Film soll es auch geben. Wird auf jeden Fall nicht. Aber was hat sie mit oben halt? Das blöde Reh. Oh, auf dem T-Shirt jetzt als Kelle. Ohne Sound ist das echt bescheuert. Das ja, ja, die Alternative. YouTube-Kanal gesperrt und fertig. Die Beerdigung. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie die Welt. Langer Marsch. Für die Mutter muss auch schwierig sein. Erster Mann, jetzt das eigene Kind. Wann würde man noch verkraften, oder? Sie hat sich auch relativ schnell. Aber für Chloe wird es nie ein Ersatz sein. Ja, jetzt. Spät, mach mal. Wenn es schon kein Sound gibt. Ist das so? Würde echt interessieren. Was? Was gewesen wäre, wenn wir die Stadt hätten vernichtet? Da herrscht ja noch die Entscheidungsding. Nochmal zurückzugehen. Weiß nicht. Aber ich glaube gar nicht, dass das geht. Ich glaube, die hätte sich dann runtergestürzt von der Klippe oder so. Nicht, dass das für... Guck mal, wer alibi-mäßig alles da ist. Ja, klar. Oh, Beerdigung, alle müssen nicht. Ja, du weißt ja, wie Kate gesprungen ist, man ja auch alle entsetzt und plötzlich... Ach, oh, ja, genau. Sonst interessiert es keine Sau, aber dann... Ja, das ist so oft, Hilfe, ne? Hilfe. Das ist dem erst interessiert, weil das... Ja, guck mal. Frank. Genau. Ja, auch den hast du getötet. Wieder geholt. Du hast ihn getötet? Zweimal. Nein, jetzt mit der Realität habe ich ihn nicht getötet. Ja, da fehlt ein kleiner blauer Schmetter. Ja, ich glaube, kann ich nicht zugucken. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das gegangen wäre. Nee, ich glaube auch nicht. Konnte mal mit Letters, glaube ich. So, jetzt guck mal. 53%. Ja, siehst du. Ja. Ja, ich hätte sie nicht töten müssen. Naja, stimmt ja nicht. Hätte man aufbauen können.
Ne, das stimmt nicht. Du weißt ja trotzdem nicht. Sie können sich ja dafür entscheiden, aber du weißt ja trotzdem nicht, ob es funktioniert. 74% lieben Chloe wirklich. Ja, ja. Ah. So. David hat eine Narbe. Ach, guck mal, ohne geht's auch mit 4%. David hat Jefferson getötet, das haben wir. Ja. Willst du zurückmachen? Du hast den Trucker gerettet. Du hast Eve gerettet. Das siehst du mal. Fische gerettet. Du hast Joyce geholfen, ihren Glauben an David wieder. 65 haben nicht verantwortet. Ja. Ah, Rachel, die Wahrheit, Rachel. Wüsste, dann hätte man nicht mehr ihr die Wahrheit sagen können. Ja. Wahrscheinlich. Du hast Frank nicht die Wahrheit über Rachel gesagt. Du hast Warren geküsst. Ah, guck, 68%. Okay. Ergebnis von Freunden, haben wir da überhaupt jemanden? Nee. Wir sind die Ersten. So. Nutzen wir die Minuten, die wir noch haben. Fazit zum Spiel. Hat es dir gefallen? Bis auf die Episode, die war am verwundsten. Okay, da hat sich ja gestresst. Hin und her und oh. Aber das Gute an der Episode war ja, du hast endlich das Fokussieren gelernt. Ja, genau. Aber so, das Spiel kostet jetzt so ungefähr, glaube ich, 10 Euro im Steam Sale immer. War es das wert? Ja. Also 10 Euro? Ich fand die Story richtig ja, cool. Ja gut, die erste Episode kriegst du ja kostenlos. Ja, die kriegst du kostenlos. Also vom ganzen Ding, so storymäßig und so weiter. Ich lieb ja solche Spiele, wo man Entscheidungen treffen muss. Walking Dead ist da noch ein bisschen grausamer als hier. Aber so das Zurückspielen in der Zeit, das war auch ganz cool. Du konntest dann immer Entscheidungen rückgängig machen und gucken, was das Richtige ist. In Walking Dead sind das Entscheidungen scheiße. Und ja, gut, dann kannst du Walking Dead abspeiern. Ja, kannst du schon, aber das. Nee, hier kannst du ja nicht abspeichern in dem Sinn. Das speichert ja selber dann erst. Ja, aber einige Entscheidungen und Walking Dead, die du jetzt getroffen hast, von denen weißt du gar nicht, was die für Auswirkungen haben. Guck hier, Newsletter steht da. Das war mal wieder ein richtig cooles Spiel. Ich freue mich auf den zweiten Teil, wenn er dann wirklich kommen sollte. Kann ich halt zurückspulen und umändern, oder was? Was machst du denn da? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat es der Ex dann doch nicht gefallen, dass sie Chloe getötet hat. Hast sie getötet? Nö. Doch. Eigentlich hat Nathan sie getötet. Du hättest es verändert. Ja, das hat man ja gesehen, wo das dann hinausläuft. Also, Fazit. Schulnote. Late. Ja. Also, von mir eine klare 2. Grafik finde ich zwar, ja, zweckmäßig. Mit Musik wäre es bestimmt besser. Ja, Musik. Ja, das ist aber nicht Problem. Das ist von YouTube oder besser gesagt von den Plattenfirmen, die bei den Spielen immer nach dem Finger drauf haben. Gut, gut. Gehen wir mal zurück. Daher kümmert dieses Sound, Emotionsgeräusche, Gefühle nicht mehr. Würde halt so schon mal noch sicherlich beitragen. Aber oh ja, bestimmt. Aber das ist ja auch der Vorteil. Du kannst dir das Spiel kaufen, kannst sie jetzt richtig loslegen. Genau. Schreibe deine Geschichte. Du kannst ja mal versuchen, Arcadia Bay zu opfern. Das wäre noch eine Challenge. Schreibt uns. Genau. Schreibt uns, was passiert. Ob das funktioniert. Ob Chloe das zulässt. Wir glauben ja nicht dran. Aber mal gucken. So. Dann wünsche ich einen schönen Abend noch. Weil wir wissen ja gar nicht, wann du es anguckst. Ja, also, wir sind dann erstmal draußen. Bye bye, sagt Neo, Energy und ich sag gerne. Verpasst ja nicht unseren nächsten Stream. Was wollen wir denn machen? Nächstes Mal. Day of the Tentacle haben wir ja auch.
noch im Programm. Ja. Runaway. Runaway kommt auch noch. Ich bin gespannt. Also, man sieht. Ciao, ciao.